Super Einsteiger Notebook von Dell. Das Latitude 3510. Warum wir das nämlich selber hier bei uns im Einsatz haben, das zeige ich euch jetzt. Hallo und herzlich willkommen bei der HSW IT. Mein Name ist Christian Schmidt und heute möchte ich euch das Dell Latitude 3510 vorstellen. Wie man sieht, ist das nicht einfach nur mal irgendein neues Gerät, was wir hier ausgepackt haben, sondern man sieht es, ich habe es hier schon beschriftet. Es ist bei uns nämlich selber in Verwendung, gerade frisch eingetrudelt, mal gerade knapp eine Woche alt. Also von daher haben wir gedacht, warum sollten wir euch das nicht zeigen? Vorweg, ja, nicht bei uns im Online-Shop zu finden. Video dazu, warum das so ist, verlinken wir euch natürlich hier unten. Hat einen Grund, wenn ihr Interesse natürlich an so einem schönen Produkt habt, meldet euch bei uns und dann können wir euch einen guten Preis auch sicherlich machen. So, aber jetzt kommen wir zum Notebook. Was haben wir hier? Schönes Notebook. Fangen wir mal bei den technischen Daten an. Wir haben ein Intel Core i5 Prozessor hier drin, 10. Generation, 8 GB Arbeitsspeicher und eine 256er SSD Festplatte verbaut. Das mal so zu den grundwichtigsten Daten eigentlich an technischen, was hier drin ist. Intel HD Grafik etc. bla bla. Da ist jetzt nichts Großes, Dickes drin in dem guten Stück. Braucht auch nicht, weil für die Anwendung, wofür wir es brauchen, reicht das vollkommen aus. Was haben wir ansonsten hier an dem Notebook noch zu sehen? Wir haben klar, Webcam, Mikro ist mit bei. Wir haben ein, was ich echt gut finde, eine schöne Tastatur mit einem vollwertigen Nummernblock. Ja, finde ich klasse. Die Akkulaufzeit finde ich sehr gut, weil deshalb ist er jetzt auch schon eine Woche alt. Wir haben ihn jetzt ein bisschen getestet. Also ich komme aber so gut auf meine 6-7 Stunden, je nachdem, was ich natürlich damit mache. Also ich muss sagen, top, klasse. Also von daher, schönes Teil. Gewicht 1,8 Kilo, auch sehr super, sehr flach. Wie man das so schön sehen kann. Und das ist der Nachteil. Ganz ehrlich, ich muss euch das einfach so sagen, finde ich in den letzten Jahren immer wieder, dass diese Notebooks, die immer flacher werden, natürlich echt problematisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Warum finde ich das problematisch? Weil, zeige ich euch gleich mal die Variante. Ja, Nahaufnahme ist, wie in den einem Video davor, von oben geplant, damit ihr das sehen könnt. Kommt demnächst, Kamera ist noch nicht da, aber deshalb halte ich es einfach nochmal da an die Kamera. So viel ist da auch nicht, sage ich mal, dazu zu sagen. Wir haben USB. Wir haben Mikrofon, wir haben SSD-Slot und wir haben den Netzwerkanschluss und genau um den geht es da. Ich weiß nicht, aber ich komme mit diesen Lösungen nicht klar. Für mich ist das eine Sollbruchstelle, egal bei welchem Hersteller. Die andere Seite sieht ähnlich aus. Wir haben USB, USB-C und HDMI-Ausgang und die Ladebuchse natürlich ist klar. Und Vorteil, die USB C-Schnittstelle, die dort ist, ist auch zum Laden geeignet. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Docking Station anschließe von Dell oder auch vom anderen Hersteller, die es halt unterstützt, kann ich das gute Stück natürlich damit laden. Ein Kabel. Top. Also das finde ich halt sehr, sehr klasse, muss ich wirklich sagen. Ansonsten, klar, Windows 10 Professional ist natürlich noch dabei. Hinten habe ich meine Lüftungsschlitze und super. Gibt aber auch Nachteile. Okay, eins davon ist Geschmackssache. Die erste Geschmackssache ist, man sieht das hier, Lichteffekt. An der Seite ist so hochglänzendes Plastik. Finde ich jetzt nicht so unbedingt optimal, weil machen wir uns nichts vor, nach 5 Jahren sieht das nicht mehr so hochglänzend aus. Weil ich schmeiße das Ding bei mir wirklich in die Tasche, das ist wirklich auch mein Notebook hier. Und da bin ich mal gespannt, wie das Ding wirklich in 5 Jahren, sage ich mal, aussieht. Das ist das eine. Das andere, ich habe es extra mal so gelassen, damit man es wirklich sieht. Man sieht es, ne? Das Gehäuse ist nicht komisch, sind meine Finger. Ich habe da anscheinend mal mit meinen Fettfinger oder dreckigen Finger aufgefasst. Also das Gehäuse mag das anscheinend nicht so. Ich habe die Info mal an Dell weitergeschickt als Anmerkpunkt. Das ist das Einzige, was ich negativ sagen kann. Das Gleiche ist auch hier innen. Man sieht das neben dem Touchpad.
Also die Fingerabdrücke sind drauf zu erkennen an dem Plastik. Das ist das einzig Negative, was ich über das Notebook sagen kann. Ansonsten ist es für mich ein super cooles Einsteiger-Notebook und für mich eine Geschichte für unterwegs, um mal schnell irgendwelche Switche oder Firewalls zu konfigurieren oder E-Mails zu checken. Eigentlich super. Ich habe ein Full-HD-Display. Ja, es gibt andere Displays, aber bei uns kommt nichts im Haus, was nicht Full-HD-Display ist, weil diese Zwischenauflösung, die es da gibt, das ist für mich nichts Halbes, nichts Ganzes. Und ja, dieser Nummernblock, der da halt einfach mit drauf ist, den finde ich wirklich sehr, sehr gut. Von daher, super, klasse Notebook. Wo liegt es preislich? Ich habe es auch nochmal nachgeguckt. Auf der Dell-Seite kostet das gute Stück jetzt netto 650 Euro. Das heißt, die Märchensteuer kommt da noch rauf. Das heißt, wir liegen da ein bisschen was über 700 Euro. Ja, ist jetzt für so ein kleines Notebook nicht gerade ganz billig. Und da ist jetzt noch nichts irgendwie an Service mit drin. Service? Brauche ich das? Naja. Ich sag ja. Warum? Also, wie gesagt, man ist da irgendwo bei 750, 800 Euro, je nachdem, wo auch gerade der Kurs ist. Im Moment sowieso sehr, sehr schlecht, weil nichts lieferbar ist. Ja, das muss man auch fairerweise sagen. Die Preise sind jetzt auch nicht gerade unten im Keller für das Zeug. Das ist natürlich auch nicht gerade schön, aber ihr seht mal, was dieses Notebook da kann. Wenn euch das so als Kaufentscheidung helfen sollte, freut mich das. Es gibt von Dell immer einen sehr, sehr guten Service, den wir immer empfehlen. Also erstens, keep your hard drive. Nennt sich deshalb so, wenn die Festplatte jetzt hier kaputt gehen sollte, dann brauche ich die nicht einschicken, ich kriege einfach so eine neue. Ist ein Thema datenschutzkonform. Ja? DSGVO, ich gebe meine Daten nicht aus der Hand mit dieser Festplatte. Weil der Hersteller sagt, ja okay, ist Garantie, ich tausche die aus, aber ich brauche die alte natürlich zurück. Mit Daten drauf, immer ein bisschen schwierig. Kostet, je nach Notebook, zwischen 10 Euro und 20 Euro. Roundabout. Also lohnt sich. Kann man machen. Dann machen wir grundsätzlich, bieten wir für jeden Businesskunden, privat empfehlen wir es natürlich auch, den Dell Pro Support Next Business Day. Es gibt auch noch andere Support an, vielleicht, wenn euch das interessiert, mache ich da gerne ein Video zu. Aber das ist so eine gute Mittelvariante, finde ich. Warum? Wenn hier was kaputt geht, dann rufe ich Dell an und sage, du, Display kaputt. Dann sagt Dell, okay, passt, du hast den Dell Pro Support, morgen früh um 10 kommt der Techniker. Okay, ja, ist wirklich so. Der kommt dann, hat sein Werkzeug dabei, zerlegt das Ding, tauscht das Display aus und sagt so, hast ein neues Display drin und sagt, schönen Tag noch und fährt wieder. Klasse. Ich muss nichts einschicken, gar nichts, der Typ steht hier vor Ort und macht das. Und das ist total super. Gibt es natürlich mit den Servern und so weiter sowieso, aber das kommt in dem Server-Video, was demnächst dann noch gemacht wird von mir, kommt das auch nochmal drauf. Deshalb, es macht schon Sinn. Also auch wenn ihr zum Beispiel, ihr fahrt jetzt, also mein Gott, wir sitzen ja jetzt in Bayern, ich fahre jetzt zum Beispiel nach Schleswig-Holstein, sitze irgendwo im Hotel, okay, jetzt gerade doof, aber gehen wir davon aus, es ist so. Und das Ding geht mir kaputt, Tastatur. Ruf an, dann kommt der nächsten Tag auch dorthin und repariert das. Klasse, oder? Ich finde das total toll. Das ist wirklich ein Service, der, muss ich wirklich sagen, ist bei Dell in der Form unschlagbar. Also das ist es ist nicht unbedingt immer ein direkter Dell-Techniker, das ist meistens ein Subunternehmer, aber die kriegen das Teil sofort. Die haben das Zeug, bei uns jetzt hier in München weiß ich es relativ nah, also das Zeug kommt dann entweder aus Irland oder Polen über Nacht per Expressflugzeug eingeflogen, das Teil, sofern es nicht auf Lager ist. Der Techniker fährt wirklich zum Flughafen, holt das Ding ab und baut das ein. Also die betreiben da wirklich hohen Aufwand. Ja? Nur damit das dann auch läuft. Und da muss ich sagen, top. Also das ist ein Service, der ist für mich unschlagbar, deshalb finde ich Dell auch klasse. Aber ich muss sagen, so oft habe ich den gar nicht gebraucht, diesen Support. Also es gibt nur einen Fall, wo ich weiß, war mein Arbeitsspeicher kaputt. Aber gut, den kann man selber wechseln. Bei einem Kunden ist mal nach 3 Monaten eine Festplatte ausgefallen. Okay, kann vorkommen, kann Dell auch nichts dafür, ist auch mal zugekauft. Aber ansonsten war jetzt noch nichts irgendwie großartig, wo man gesagt hat, man hätte es gebraucht. Gut, es gibt einen anderen Fall, wo ich weiß, okay, da muss ja echt das komplette Mainboard getauscht werden nach 2 Jahren, aber dann ist halt auch gut. Und ich kann diesen Support halt auch auf mehrere Jahre machen, nicht nur ein Jahr, wenn jetzt ein Standard-Garantiefall ist, sondern 7 Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Lohnt sich meistens nicht, 5 Jahre ist okay. Aber das nun mal am Rande, wie gesagt, kann ich gerne ein separates Video zu machen, wenn ihr das wünscht. Ansonsten, schickes Notebook. Super Akkulaufzeit, leicht, klein und ich finde die Maße auch noch super. Ich kann das Ding nämlich echt klasse, 15 Zoll, in irgendeiner Tasche stecken. Ich habe das, Schleichwerbung, ne? In der großen iFixit-Tasche, in der Business-Tool, habe ich das Ding drin. Passt da nämlich super rein. Klasse. Und das ist nämlich schön. Ne? Also von daher sieht man das super Notebook absolut zu empfehlen. Auch wenn die Oberfläche dann etwas öfters vielleicht gereinigt werden müsste. Ich sage mal, bei dem Preis soll es zwar trotzdem nicht vorkommen, aber es kann jetzt auch sein, dass ich da irgendwas anderes an den Finger hatte, wo das jetzt nicht so toll war. Will ich jetzt nicht ausschließen, aber ich habe das jetzt so bei einem anderen Notebook so noch nicht gesehen. Deshalb habe ich es einfach mal so gelassen. Ansonsten, wie gesagt, super Notebook. Ich kann es nur empfehlen. Ich finde es klasse. Ich hoffe, ich konnte euch da ein bisschen was zeigen. Ansonsten, wie gesagt, ja, Netzteil gibt es ja auch noch dazu. Ist auch noch dabei. Ansonsten über USB-C laden. Von daher finde ich das ein super kleines, schnuckeliges Teil mit, wenn man nicht allzu hohe Anforderungen hat, für ein bisschen Office, Internet, Surfen und so weiter. Echt klasse. Passt. Ich bin zufrieden in der ersten Woche. Ich glaube, das werde ich auch in den nächsten Wochen und Monaten so sein. Also, ich wünsche euch viel Spaß damit und abonniert uns, damit ihr auf dem Laufenden bleibt. Bis dahin. Ciao.